Jo, einen wunderschönen guten Tag, Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Binary Welt und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Ihr hört es wahrscheinlich immer noch an meiner Stimme. Ich bin immer noch nasal und kämpfe mit meiner Bronchitis, aber es ist wohl Licht am Ende des Tunnels. Trotzdem werde ich hier heute keine große Moderation für euch parat haben, sondern vielmehr Trade-Aufzeichnungen aus den Vormittagshandels-Sessions und momentan geht es mächtig zur Sache. Entschuldigung. Es geht tatsächlich mächtig ab, weil wir das Binary Blue Power V3 Template, welches wir hier zum Traden benutzen, modifiziert haben. Wir haben die RSI und Stochastik speziell so eingestellt, dass sie perfekt auf die Fibonacci Retracements Level angepasst bzw. harmonieren. Und dazu kurz mal ein kleiner Einblick in die Indikatoren. RSI haben wir umgestellt auf Periode 2 im 5-Minuten-Timeframe, ganz wichtig. 5 Minuten auf Periode 2 und anwenden auf Widehand Close, HLLC. Das ist das Erste. Und die Stochastik haben wir auch geändert, und zwar in K-Period 7. Und dann 2-2. Das sind grundsätzlich die Settings, mit denen ich jetzt momentan fahre. Und wie ich extrem gut mit denen fahre, das könnt ihr euch bitte gleich mal angucken an den Trades, anhand der Trades, die ich hier in den letzten Session jetzt absolviert habe. Und meine Memo an euch, wenn ihr binäre Optionen auch erfolgreich handeln wollt, dann schnappt euch auf jeden Fall das Gesamtpaket, die Komplettlösung, Finmax Trading Panel und das V3 Template kostenlos über den Brokerabschluss bei Finmax. Das heißt, das ist dann quasi der Broker hier, mit dem hier handelt, und das ist einfach ein wunderbar seriöser Broker. Ich hatte hier persönlich noch nie Probleme, auch was Auszahlungen betrifft, etc. pp. Also von daher eine wunderbare Komplettlösung, das V3 in Kombination mit dem Trade Panel und das Ganze dann halt kostenlos über den Brokerabschluss. Und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schnappt es euch, probiert die neuen Settings aus und dann werdet ihr sehen, wie gut das Ganze funktioniert. Und ihr werdet euch das gleich jetzt hier mal anschauen, anhand meiner Trades. Ist wirklich phänomenal. Macht einfach nur Laune momentan, selbst wenn ich krank bin. Also, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, erholt euch gut und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich in aller Frische wieder zurück und dann auch wieder gesund. Das heißt also, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Tschüss.
just don't.